Asche. Verwesendes Fleisch. Oder ist auch eine frische. Oder zumindest einigermaßen frische. Kommen wir hier weiter. Da. Bist du ernsthaft da jetzt reingehen? Boah, das ist aber also. Hatte ich gar keine Skrupel. Kein bisschen Skrupel, der Mann. Ah. Jo, 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 jo. Leute, keine Türkenrunde, bitte. Okay. Sie mögen laut sein, aber um ihren Pfad geht es hier wohl nicht. Befehle von Robin. Robin Hood. Obwohl das nicht so aussieht, als würde der was Gutes tun. Ich finde es so geil, diese Doppelmoral. Grabräuber. Oh nein, wir müssen gegen sie kämpfen. Und zack, weiter geht's. Wir rauben den Rest aus, was sie haben liegen lassen. Oh, ein Schlüssel. Also wir haben Bedarf nach Schlüssel. Elfenwetzstein. Okay. Was war das? Achso, das war das Licht ausmachen, ne? Hatte keiner von denen Schlüssel dabei oder sowas? Glühendes Erz. Ja, komisch. Ich hätte gerne den Schlüssel. Von denen hatte keiner den Schlüssel dabei. Na gut. Dann gehen wir mal. Ich habe auch das Gefühl, wir können da gar nicht hin. Hier sind wir? Ist wieder da. Hier waren wir eben schon. Achso, wir müssen einfach hier nur alles untersuchen. Hm. Gold. Also keine Grabräuber. Gold hätten sie nicht zurückgelassen. Was haben wir hier? Hier ruht Margot de Corentin. Okay, wer immer. Zerschlagen. Hat wohl jemand gegen die Wand geworfen. Ah, okay, das ist ein Ehestreit oder was? Deswegen auch bis das der Tod durchschaut. Margot de Corentin, gestorben am Sankt Soatan-Tag. Die kriegen sich in die Haare. Die haben genau dann angefangen. Louis de Corentin. Ja, ich wollte den. Beerdigung kann nicht lange her sein. Keine Monster, keine Grabräuber. Nur etwas Unordnung. Vielleicht ist das doch nicht der Ort. Seltsam. Achso, und jetzt muss ich erst hier. Oh, da. Gut, dass wir da schon alles. Der Krach kommt eindeutig aus diesem Grab. Unmöglich. Da habe ich was übersehen eben anscheinend. Also es ist auf jeden Fall auch eine Frau und ein Mann. Ups, hier war ich schon. Eine Frau und ein Mann, die sich da kloppen. Also ich denke, die haben einen Ehestreit nach dem Tod. Hm, da stimmt was nicht. Ich sollte mich verstecken und abwarten. Am besten versteckt man sich mit einer Fackel. Vielleicht hinter dieser Statue? Ja, hab ich doch. Muss ich jetzt hier irgendwie noch. Ich stehe doch schon. Ah, da hinsetzen und warten, okay. Kann ja keiner wissen, dass man das dann auch noch drücken muss. Du willst den ganzen Tag nur rumliegen und mit diesen Karten rumspielen. Wie ein Zwerg. Oh ja, viel besser als an Majorans Tempeltür zu stehen und von früh bis spät zu beten. Das ist der Dank. Ich habe für dich gebetet, dass du das Joch der Spielsucht loswirst. Na, hat ja prima geklappt. Offenbar sind die Götter dein Genörgel auch leid. Hey, was machst du denn hier? Das ist ein Privatgespräch. Könnte die etwas leiser sein? Könntet ihr bitte etwas leiser sein? Die Nachbarn beschweren sich. Nachbarn? Wir sind doch alle tot. Ich kenne deinen Namen nicht, aber du musst mir helfen. Ich weigere mich, die Ewigkeit an der Seite dieses Heiden zu verbringen. Entferne ihn sofort aus meiner Krypta. Immer langsam. Wo liegt das Problem?
Das ist meine Krypta. Und diese fromme Schreckschraube hört auch im Tode nicht auf. Ich war eine verblendete Idiotin, ihn zu ehelichen. Er ist ein Sklave des Kartenspiels, der sein eigenes Kind bei einer Runde Gwint verwetten würde. Das war nur einmal, verflucht. Es war ein Schatz. Wie oft soll ich das noch sagen? Und wer hat unser Vermögen in eine blöde Majoran-Stadt? Ein frommes Werk wollte ich tun. Der unsterbliche Prophet hätte dieses Land von Blasphemie und Spielsucht erlöst. Ja, hätte dich nur jemand gewarnt. Und Ruhe, Mund halten. Bisschen geil. Fragen wir erstmal das nach. Wessen rechtmäßiges Eigentum ist denn die Krypta? Das fragst du? Sie gehört meiner Familie, den Dölkorumtor. Mag sein, aber es war meine Missgift, mit der sie von deinen Gläubigern zurück. Hör zu, okay. Wenn ihr jemals Frieden einkehren soll, muss ein... Ja, nimm ihn, tu es und ich... Ich sage dir, wo ich seine besten Gwindkarten versteckt habe. Mhm. Was? Wusste ich es doch, dass du das warst. Und jetzt wirfst du mich aus meiner Krypta... Mal sehen, ob er mehr bietet. Verdammt nochmal! Hätte ich diese Karten beim Turnier in Belhaven gehabt, dann wäre ich noch am Leben! Sie haben dich wegen deiner Schulden erstochen! Damit hatte ich nicht... Komm schon! Du wirst doch nicht auf diese Betschwester hören! Ich weiß genau, wo sie die Karten versteckt hat. Ich sag es dir selbst, sobald du sie rausgeworfen... Hm. Ich muss darüber nachdenken. Also gut, einer von beiden muss weichen. Kann ich nicht einfach beide rauswerfen? Sprach der Prophet Majoran, du sollst nicht um Geld spielen. Also, unverzüglich hinzufügte, denn für mich hast du nichts übrig. Ketzer, sei still. Lass uns überlegen. Nein, ich rede nicht mehr. Ja, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Aber ich glaube, wenn wir als Bezahlung die Gewinnkarten nehmen, dann würde ich eher die Frau raustun, weil die Karten rechtmäßig ihm gehören und sie die gestohlen hat. Ja, so machen wir es. Auch, na, keine Ahnung, die sind beide nicht so ohne. Nein, halt! Oh, wenn es schon sein muss, dann bring mich doch bitte an einen erfreulichen Ort. Ist mir einerlei. Zum Grab meiner Mutter, auf dem alten Friedhof vor der Stadtmauer. Hm, außergewöhnlich. Unter den Armen einer Kastanie. Auf dem Grabstein steht ihr Name. Okay. Ah, endlich Ruhe. Gut, dann geht's los. Hier ging's hoch. Genau. Also müssen wir jetzt den Friedhof wechseln. Ist aber auch krass, dass die für eine so gar nicht allzu große Stadt mehrere Friedhöfe haben, die da direkt nebeneinander quasi liegen. Oh, komm ich hier drüber? Oh, 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 da geht's runter, da geht's runter. Ups, was war das? Das war krass. Da hatte ich wieder Panik. Wo ist denn das Grab? Unter einer Kastanie, hat Margot gesagt. Kastanie. Das da könnte die Kastanie sein. Ja, sieht so aus. Hier ruht Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno Maria. Bester Name. Das ist es nicht. Ritter Conan O'Brien, gestorben am Adrenalinschock, als er Zeuge eines Akts der Unicornipositus Fili wurde. Interessant. Aber nicht was ich Michelin Belrose. Da ist es. Das ist es. So, das war's. So, also jetzt kann ich mir bei zwei verschiedenen Leuten Belohnung abholen. Okay, ja, dann hat sich das doch schon fast gelohnt. Also wir kriegen die 57 Kronen von dem Auftraggeber und dann kriegen wir noch die Gwindkarten. Hoffentlich weiß er wirklich, wo die sind. Weil sonst hätte ich anders gewählt. Also, wir kommen hier eh bei dem Dude gerade vorbei. Machen wir das mal zuerst. Boah, wer war ich? Sehe gar nichts mehr, ne? Nein,
Nicht die Armbrust, auch nicht die Lampe, sondern die Fackel. Ja. Nein, anmachen bitte. Okay. Hier geht's lang. Jetzt kann ich doch hochgehen. Was er? Ja, er ist am Schlafen. Hallo, ich bin fertig. Ah, wieder im eigenen Bett schlafen. Im Schlauberger wird es auch immer lauter. Vor allem dieser Irre, der ständig nur O-Drehen brüllt. Hodor! Sag mir, was war los auf dem Friedhof? Ich hab nur knapp überlebt. Ja, es war ein furchtbarer Kampf. Ich habe um Haaresbrei... Verbietet dir dein Kodex, mir die Einzelheiten zu verraten? Ist wohl besser so. Hier, ich leg noch was drauf. Ups. Jetzt sind wir nicht nur Grabräuber, sondern auch Trickbetrüger. Oh, 100. Eben noch so, nee, das kann ich mir nicht leisten. Und jetzt hat er 100 in der Tech. Hallo, ich würde gerne... Da. Gut, dass wir nicht ganz runtergesprungen sind. Wie gesagt, also das ist wirklich die häufigste Todesursache bei mir. Sagte er und sprang runter. Das war calculated. Naja, Hust. So. Also wieder zurück zum Friedhof. Dafür müssen wir diese Treppe hier hochgehen. Ups. Ja, ist nicht tief genug, um mich zu töten. So. Tür auf. Und Krypt. Wo ist er? Ich habe die Urne mit Margots Asche weggenommen. Wie du wolltest. Louis, bist du da? Ich hätte wissen müssen, dass er nicht kommt. Na gut, du willst es nicht anders. Bitte, stell mich zurück! Ja, ich habe dich reingelegt, ich habe keinen Schimmer, wo die Karten sind. Scheiße. Ich hab's. Dieser Schwertschmied Trentin, den habe ich beim Quint mal abgezogen. Und er hatte kein Geld. Da hat er mir den Stolz seiner Sammlung versprochen. Ein tolles Schwert. Fein gearbeitet. Der verblichene Louis de Co. Das könnte tatsächlich... Scheiße, jetzt habe ich eine Quint-Karte verpasst. Genau. Der Mann ist ein unverbesserlicher Spieler. Seine Frau hat ihn gezwungen, Hilfe zu suchen. Hypnose oder so. Danke. Damn it. Ich hätte doch auf die Frau hören sollen. Aber ich fand, sie war im Unrecht, deswegen. Warum können die das eigentlich? Warum können die sich nach dem Tod zeigen, so wie sie Bock drauf haben? Das würde mich mal interessieren. So, jetzt brauchen wir die Nacht nicht mehr. Jetzt können wir hier auch gemütlich wieder bis zum Morgen warten. Ja, ist doch schön. Ach, und jetzt ist das andere von der Corvo Bianco auch fertig. So. Ja, ich hätte lieber die Karte gehabt als das Schwert. Vor allen Dingen, weil wir später eh die Set-Items benutzen. Hier rein und dann hoch. Nee. Außenrum, glaube ich. Von der anderen Seite kommt man rein, wenn ich das richtig sehe. Ja. Aber jetzt muss ich noch hoch. Und oben mit dem Dude reden. Oh, der hat echt einiges an Waffen. Trentin ist, oder Trentin oder wie auch immer. Der beste Stahlfuß. Zeig mir was. So, der kauft uns bestimmt die Schwerter ab, die wir gerade den Grabräubern abgenommen haben. Ich könnte auch einfach so ein kleiner Knüppel bei uns in der Corvo Bianco aufhängen. Wäre doch auch mal was. So, dann darf er reparieren. So. Und dann... Ich bin hier, um das Schwert von Louis de Corentin zu holen. Wie dreist! Der Corentin ist tot. Wer bist du? Mag ja sein, aber dich hat er erwähnt. Und den Umstand, dass du gerne Gwent gespielt hast. Sehr gerne sogar. Bis deine Frau dir geholfen hat... Ach,
Diese Arschgurke. Ich wollte es doch wieder über den Kamin hängen. Jetzt, wo Louis... Traurig, traurig. Das Schwert ist dein. Aber lass mich nicht einfach so hängen. Ich will wenigstens meine Ehe. Und deine Frau? Hast du keine... In meinem Haus habe ich das Sagen. Na gut. Vielleicht kriege ich die Karte ja doch noch. Die. Das wäre doch was. Du hast mich überzeugt. Los geht's. Ich kann auch das nächste Mal spiele ich, glaube ich, mal die Monster. Puh. Legen wir echt die 8 ab? Ja, machen wir. Ah, hat sich nicht gelohnt. 8 abgelegt, 6 gezogen. So, immer erstmal schön auf Karten hochziehen. So. Einfach fast nur, oh, der Gegner passt. Okay, dann geben wir ihm noch einen. Und legen dann 15er. Zack. So, haben wir 2 Karten mehr als er. So, jetzt wird erstmal wieder einfach alles aufs Feld gehämmert. Die Skoyatel sind auch gar nicht so krass. Die könnten wir alle umlatzen. Lohnt sich das für 15? Ja, eigentlich schon, oder? Ja. Das sind hoffentlich nur 3. Ja, also 9 Punkte mit einer Karte ist okay. Ist akzeptiert. Die Musik ist einfach die beste. Ah, okay, ich dachte, er kommt auch noch in die Reihe und stärkt die auch noch alle einmal. Tut er aber nicht. Oh, dem gehen schon die Optionen aus, wenn ich das richtig sehe. Jetzt haben wir zwei Heiler auf der Hand, aber nichts, was wir heilen können. Ist irgendwie schade. So. Jetzt machen wir mal noch Wesemir und heben uns die Belagerungswaffen auf, falls wir die für die dritte Runde noch brauchen, falls der Gegner so lange lebt. Und dann ziehen wir nochmal 2 Karten. Jetzt gehen ihm schon die guten Karten aus, obwohl der Sechster ist genauso stark wie unser Wesemir. Gutes Wetter. Er hat noch 2 Karten. Legen wir mal einfach so einen normalen Sechser. Gucken, ob der noch irgendwas kann. Finte. Auf die 2 Karten ziehen. Na gut, wir gehen mal all in. Ich glaube nicht, dass der mit den paar Karten, die er jetzt hat, da wirklich was großartig reißen kann. Ja, einen verbrennen und zieht jetzt noch 2 Karten. Und dann war es das. Hat sich aber ganz gut geschlagen. Die Heiler heben wir uns auf. Falls es doch noch zu einer Runde 3 kommt, was ich aber stark bezweifle. Dann können wir nochmal hier. Der wurde jetzt diese Runde schon 3-mal gespielt. Oh. Ah, knappe Kiste. 90 Punkte hat er gehabt. So, und wir hätten jetzt aber noch 4 Karten. Die legen wir jetzt noch hin. So, was können. Geht jetzt auch schnell. Und 149. Okay.